Willkommen zurück zu Spoilerman. Ich bin euer Führer Bo. Alles so leer hier. Hm. Gut, wir suchen nach Dämonengrundstücken, ne? Hab ich gehört. So, hier hätten wir eins. Dämonenlager. Hier haben wir keins. Da haben wir eins, zwei, drei. Geht ja eigentlich von der Anzahl her. Muss man sagen, ja, gut. Anzüge, wir haben einen Anzug. Oh. Alles klar. Der komplette Roboter. Herausforderungsmarken. Wo kriege ich diese Herausforderungsmarken her? Das wüsste ich gerne. Dass ich mir ein bisschen upgraden kann. Die brauche ich echt viel. Na gut, dann gucken wir uns mal die Dämonenlager an. Verpasster Anruf von Doc. Peter, ich wollte fragen, ob Sie noch verfügbar sind. Ich kann Sie noch nicht bezahlen, aber ich habe ein Beziehungsspiel, das Sie uns weiterhelfen. Ich weiß, wenn wir weitermachen, wird die neue Version des Projekts Investitionen anziehen. Große Investitionen. Seien Sie bereit. Ich drücke die Daumen, Doc. Ja, ruf ihn doch zurück, Mann. Ui. Zack. Hey Jungs, Vögel beobachten? Ich habe ein paar Tauben gesehen. Tschüss. Oh, die Typen drin sollen sich nicht ausgeschlossen fühlen. Komm ich denn rein? Achso, hier. Dann mal los. Scheint, sind sie jetzt eh vorgewarnt, ne? Egal. Oh, eine Ladezeit sogar. Das hatten wir bei... MJ, ich bin am ersten Ort auf deiner Liste und rate mal, was ich gefunden habe. Dämonen? Die Kandidatin hat 100 Punkte. Du kannst rausfinden, was die vorhaben und ich stelle mich mal vor. Hat mich überrascht, was? Träum süß. Hier ist uns alles clean, wie es scheint. Hier sind noch die Jungs da. Ups. Sind aber nicht alle Alarmphase. Tja, wo bin ich nur, ne? Was du denn da, Junge? Schlaf gut. Sollst du nicht alleine rumlaufen? Da ist auch noch einer jetzt.
schnarchen. Quatsch. Was hätte denn alle? Da sind noch zwei, hinter mir ist noch einer. Wow. Also, haben mich gesehen, ernsthaft? Oh, wo kommst du denn her? Hallo? Quatsch. Komm her, Junge. Blöpp. Achso, jetzt ist er down. Aua. Ich hoffe, die neuen Jungs haben etwas mehr drauf. Denn die letzten Typen gehen. Da werden angeblich Souvenirs von Läden in Chinatown importiert. Das, was die hier importieren, brauche ich nicht als Andenken. Dämonen. Die bringen wohl ihre Kumpel in Schiffscontainern rein. Erklärt, wie ausländische Bürger mit Vorstrafen ins Land kommen. Ja. Quatsch. Ihr seht sauer aus, Jungs. Ich geb's zu, ich hab meine guten Jokes für die anderen verbraucht. Aber ich wiederhole mich gern. Ja, Jungs, was ist los? Könnt ihr Konflikt ein bisschen hin und her oder was? Bom. Es ist, als würde die Band schon die vierte Zugabe spielen und du willst eigentlich nur nach Hause. Oh. Und hui. Autsch. Ich bin am Ausweichen gewesen, aber gut. Kommt nur her, Leute! Ich hab jede Menge Netze so für viele. Euch alle. Was? So, die haben wir auch fertig. Sehr schön, und da haben wir sogar fertig gehabt. Nice. Lager geräumt. Holy shit. MJ, ruf die Polizei. Alle Dämonen sind außer Gefecht gesetzt.
Bam, Basismarken. Aber keine Herausforderungsmarken. Wo kriegen wir die Herausforderungsmarken her, ey? Aber holy shit, da werden die Verstecke werden lange dauern. Wie viel hatten wir jetzt? 8 Wellen oder so? Krass, da frage ich mich allerdings, wenn ich die erste Welle hinkriege, ohne entdeckt zu werden, brauche ich es dann geschafft? Wenn der Mundlage zu. Oder neu zu spielen, ja, ja. Wo war denn das nächste? Was hatten wir hier? Ja. Dann reisen wir nochmal hier in die Nähe, würde ich sagen. Gönnen wir uns das mal. Weil durch die ganze Stadt jetzt laufen, habe ich auch keine Lust. Wieder die. Aber ich finde den Anzug so optisch ganz cool eigentlich. Muss man mal sagen. Und die Ladezeiten sind auch vor allem für die PlayStation richtig gut eigentlich. Sind wir ehrlich. Da kennen wir viel schlimmere Ladezeiten. Mach mal Pause. Hi, wir können kämpfen. Lasst mich ausreden oder wir können grillen. Batsch. Wird frisch hier draußen. Ich gehe besser rein. Echt, und ohne Umschweife. So. Also ich versuche echt mal jetzt mal undeckt zu bleiben, ne? MJ, ich bin am zweiten Ort. Tragen diese Dämonen ihre Masken eigentlich immer? Bei Teamtreffen gibt es sicher Verwirrung. Ich finde heraus, was sie vorhaben, und du streust Sand ins Getriebe. So, wir sind eins. Er ist einzeln. So. Der ist auch einzeln. So. Das ist auch sicher. Zack. So, noch da zwei Stück. Ach so, man wird automatisch entdeckt oder was? Oh lol, ich hab ich gerade 2 in 1. Dass das überhaupt geht, lol. Na Jungs. Oh. Schockierende Errungenschaft hier. Das wollte ich gar nicht. Oh hey, ihr müsst die zweite Mannschaft sein. Aber es hat mir trotzdem Schaden gemacht, alles klar. Zack. Zeit für einen Schichtwechsel, so. Hä? Gut, weil diese anderen Typen beeindrucken mich nicht. Oha. Ich würde gerade sagen, ey. Peter, da sollen Möbel nach Maß hergestellt werden. Wie ich das sehe, geht es eher um illegale Waffen. Und jetzt nicht erschrecken. Ich glaube, sie sind nicht maßgefertigt. Da werden die Hipster-Killer aber enttäuscht sein. Alles klar, so. Ugh!
Zack. Zack. Wow. Ja, wenn schon mal weiter zuschlagen würdest. Zack. Klar freue ich mich, noch mehr von euch zu sehen, aber... Halt, Moment. Ich freue mich nicht. So. Alle tot. Zack. Noch mehr Dämonen. Schätze, wir können das nicht bei ein paar Fruchttörtchen klären. Fruchttörtchen. So. Steck fest. So. Lol. So. Ja, schön, dass ich den Finisher machen durfte. Zack, Dämonenlager abgeschlossen, sehr schön. So, was haben wir gekriegt? MJ, ruf die Polizei. Der Ort ist gesichert. Super Job. Jede Waffe, die von der Straße weg ist, ist ein Gewinn. Na, wirf die Gegner. Habe ich nicht gemacht, egal. Hauptsache, wenn das Ding fertig ist, sind nur die Marken, die wir bräuchten zum Leveln, glaube ich. Ob wir die brauchen werden, weiß ich nicht. Ansonsten sollte ich dann, wenn ich auf 100% zu kommen, den Engpass haben, werde ich die Sachen nochmal machen müssen, aber gut. So eigentlich nicht. So, gut, haben wir den auch. Dann hätten wir hier noch einen und da haben wir noch zwei Stück. Jetzt ist der weg. 600 Meter, das können wir eben hinschwingen. Denke ich mal. Die Dämonenlager. So, müssen mehr Geräte haben. Ui. So. Zack. Ja, wenn schön wieder auch da hochschwingen würdest, Spidey. So. Auf dem kleinen Dach da. Hey, wie sieht's aus? Was weißt du über Sable International? Ich wette, ihr Typen habt hier oben einen tollen Empfang. Mann, Zack. Die wollen echt nicht, dass ich reingehe. Booyah! Ach, wir gehen trotzdem rein, ne? Ich bin Spider-Man. MJ, ich bin am dritten Ort. Heute ist anscheinend Maskentag im Büro. Endlich ein Job, wo du gut hinpassen würdest, bis du mit Facekicking anfängst. Ja. Sowas irritiert die Personalabteilung. Zack. Da wäre Gefahr. Warum ist der auf Fragezeichen? Zack.
Zack. So, komm auch mal her. Der ist in der Gefahr. Den könnte ich nicht so schalten. Hier noch irgendwo einer oder nicht? Du bist sicher? Danke, Meier. Quatsch. Zack. Also es passiert automatisch, also könnt ihr euch schleichen, aber es bringt euch nichts. Oh lol. Die Rolle der mörderischen Dämonen wird jetzt gespielt von noch mehr mörderischen Dämonen. Wir haben das schon mal. Noch ein paar Stopperminen. Zack, haben wir das auch schon mal. Oh oh. Tschüss, Jungs. Was? Wie lebt das? Ist ja schon ein bisschen gemein. So. Verstärkung! Falls ihr nicht ein paar overdressed Paparazzi seid, hatte ich auch nicht gedacht. Ups. Sie werden von Sammelbehältern aus der ganzen Stadt hergebracht. Klingt nach einem perfekten Vertriebsnetz für Drogenhandel. Das ist wohl auch der eigentliche Zweck. So. So. Wie könnt ihr Verstärkungstypen nur so schnell hier sein? War die sechsmal pünktlich? Bam. Quatsch. Oh, wow. Alles klar, reicht halt nicht aus. Ach, noch mehr Dämonen. Wie könnt ihr Typen euch nur unterscheiden? Ich meine, es gibt nur so wenige Maskenvariationen. Oh, wow. Aua. Arschloch. Hä? Warum? Hast du nicht eingesponnen? So, geschafft. Oh, anstrengend, muss ich gestehen. MJ, der Ort ist abgeriegelt.
gebe einen anonymen Hinweis. Wenn die Polizei die Sammelbehälter kontrolliert, findet sie sicher Spannenderes als gebrauchte Jeans. Bestimmt. Ja, haben wir es geschafft. Sehr schön, 3 Marken bekommen. Marken haben wir eigentlich genug. Wir brauchen Herausforderungsmarken. Die brauchen wir. Aber wo kriegen wir die her? Immer noch die Fragen. Wenn wir die erst am Ende vom Spiel bekommen, ist so ein bisschen langweilig. Dann haben wir schon alles erledigt. So, gut, dann haben wir das. Dann hätten wir jetzt noch den hier. Dann machen wir mal eine Schnellreise, würde ich sagen. Gönnen wir uns das einfach mal. Vielleicht bringt der ein neuer Anzug. Und dann diese coolen Ladebildschirme. Ich finde die mega cool. Sind super minimal, aber super lustig. So. Zack, da hinten. Ist das hier ein Friedhof? Das war's. Hey, ist das Dach besetzt? Aua. Aua. Komm. Na komm. Zack. So viel zur Ouvertüre. Der Hauptakt findet drin statt. Natürlich. Wer kennt's ja schon? Wer kennt's ja schon, ne? Ich find's schade, dass man echt Steffi vorgehen kann, aber es einfach nichts MJ. Bringt. Ich bin am 4. Ort auf deiner Liste. Sie tun doch nicht mal so, als ob sie legal seien. Jetzt sind die Gangster nicht mal mehr stolz auf ihre Arbeit. Ich versuche, was herauszufinden. Komm her. Ah, er hat mich gesehen. Patsch. Ja. Na Jungs, wie gefällt der Spaß hier, hä? Oh nein, Börsenmakler! Oh, hab gerade die Masken bemerkt. Hallo? Wow. Komm her, du. Ups. Ups. Wollte ich gar nicht. So. Ja, neue Jungs. Ihr macht eure Sache bestimmt besser als die Typen, mit denen ich gerade den Boden gewischt habe. Peter, das Geschäft importiert Computerteile. Warum leckt es so? Laptops aus Waffen hergestellt werden. Also ist es ein Waffenlager? Nicht mehr lange. Ich räche mich jetzt für Jeff Davis und alle, die im Rathaus getötet wurden. Quatsch.
Ach, das hat er schon erledigt. Jetzt ist die dritte schon mal. Ups. Da sind noch mehr. Gut. Ich wollte fragen, was macht ihr in euren Masken, wenn ihr niesen müsst? Für mich ist das echt ein Problem. Charade. Gibt's eine Charade? Oh. Ups. Aua. Toll, wie viel Schaden die machen. Ach komm, ist sogar so ein Schlange, ne? Quatsch. War's das schon? Oh, das war's schon. Ups. MJ, hier ist jetzt alles ruhig. Du übertreibst es jetzt aber nicht, ja? Was die gemacht haben, war grausam, aber das bist du nicht. Was denn? Ich mach doch nur die Lager dicht. Tötet ihr hier niemanden? Hallo? Was soll das heißen hier? Mann, MJ, du müsstest mich doch besser kennen. TPL doppelt dann um schnell zwischen den beiden zuletzt gewählten Gadgets. Oh, Tatsache. Das gibt ja wirklich. Cool. So, dann haben wir hier noch ein Dämonenlager, ne? Zack, gegenüber gibt Gegner Stromschläge und Abtauchmoves durch. Ach so. Easy peasy, würde ich sagen. So, sonst haben wir hier Verstecke schon alle fertig. Hm. Okay, 1000 Meter, komm, dann gönnen wir uns mal nochmal eine Reise. Machen wir die Verstecke heute in der Folge fertig einfach, sofern es die Fernschnitte zu machen sind. Ist ja nicht ganz cool, wenn das immer so für Folge in der Folge fertig machen können. Bist du Spider-Man? Nee. mit der Beide. Mit der Zeitung der Beide. Who is Spider-Man? Denke ich einfach so, nee, das kann nicht Spider-Man sein. Aber unser Spidey benutzt doch mal die U-Bahn. Hui. So. Ah, also hier findet die Party statt. So. Hallo, nicht auf Leute schießen. Das ist aber nicht sehr nett. Okay, mal sehen, was drinnen los ist. Das ist auf jeden Fall unser Elektronetz, dann für Leute schon können wir die Spider-Drohne nochmal. Ich weiß nicht so genau. Geronimo, genau. Wir wollen ja Geronimo und Kappa. So. MJ, ich bin an der fünften Location. Entweder ist hier ein schräges Kostümfest oder es sind die Dämonen. Oder beides. Die haben auch ein Privatleben. Vielleicht finde ich ja neue Freunde. Oder Feinde. Oh, habe ich dich erschreckt? Ich
Ups. Hallo. Ups. Ach Jungs. Es geht ab bei euch hier schon wieder, hä? Hört doch mal her. Wir können aber alles reden. Aua. Ups. Und bumm. Oh, scheiße, ich bin schockierend. Es tut mir leid. Ups. Oh, hi. Kann ich irgendwas gegen dich tun? Ups. Hey, ich kann den Schwinger und nochmal. Quatsch. Also, die neuen Jungs müssen die anderen fragen und die müssen dann alle in ihre Ecke? Nein? Nehmen wir dann. Lol. Alles klar, Spider-Roboter, die ballern. Ich nehme einfach mal meine ganzen Roboter mit. Alter, meine Killer-Roboter hier. Jetzt mal im Ernst, ihr wart alle nebenan, bis ich dachte, dass ich gewonnen habe. Nur um fies zu sein, stimmt's? Quatsch. Peter, Lee hat anscheinend eine seriöse Autowerkstatt übernommen. Das erklärt, woher die Dämonen all die Fahrzeuge haben. Trucks, Krankenwagen. Ja, genau. Wenn du sie dicht machst, wird es schon schwieriger, unbemerkt durch die Stadt zu kommen. Hey Jungs, kommt ihr her zu mir? Aua. Hallo? Da haben wir den nämlich auch fertig. So. Sag mal, verabredet ihr euch alle per Gruppen-SMS? Ah. Na, komm her. Aua. So. Ups. Na? Nein. Ach man. Aua. Aber macht ihr das jetzt alle zusammen, oder was? Glaube ich ja nicht. Das war die falsche Richtung. Spider-Man. Aha. Oh, die schießen sich gegen den Job. Ups.
wir uns nochmal. Hallo, ich bin hier. Moment, so. Bevor wir anfangen. Wie viele Personen sind hier maximal erlaubt? Autsch. So. Hallo. Hier bin ich. Ich würde ja gerne unter dir durchtauchen. Ah, danke. Sehr schön. Aua. So. Ich habe noch eine Ausrüstung jetzt hier. Ein paar Spinnroboter. Die kann auch schießen. Machen wir es? Scheint so. Gut. Alles geschafft? Gut. MJ, ich habe bei der Autoreparatur das Gegenteil von reparieren gemacht. Mach dir keine Sorgen, ich rufe die Cops. Die räumen alles auf. Ja, dann haben wir alles geschafft. Sehr schön. Alles top bei dir, Spidey, ne? Nice. Gut. Mehr Orte mit Verbindung zu Martin Lee habe ich nicht. Die Dämonen haben es jetzt deutlich schwerer. Und die Anwälte leichter, Anklage zu erheben. Danke, MJ. Ich schulde dir ein Abendessen. Oh, schön. In welcher Preisklasse? So, so, so. Ach ja, als Spider-Man hat man es nicht schlecht. So, hier haben wir fertig, hier haben wir fertig. Ja, hier fehlen halt noch ein paar Nebenaufgaben scheinbar. Hier fehlt auch noch ein bisschen was. Haben 54% vom Spiel geschafft, das ist doch schon mal schön. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann kümmern wir uns um das hier, das Feast. Wir noch Fertigkeitspunkte. Oh, 3 Stück sogar, Können wir richtig dick ausgeben hier. Kostet 2. Da können wir ja mal noch ein bisschen hier rein investieren, würde ich sagen. Was haben wir hier? Spinnenrad. Ja, komm, nehmen wir. Und was haben wir noch? Ich würde gerne da unter. Da. Wie empfindlich das einfach ist plötzlich so. Kostet auch nur 1. Okay, das kostet wahrscheinlich 2. Jawohl. Kollateralschaden. Nein. Okay. Aber werden wir auf jeden Fall machen. Stufe 27 haben wir. Gut, wir sehen uns nächste Folge wieder. Haut rein. Ciao, ciao.